Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Last Epoch. Wir sind hier in Akt 2, glaube ich schon, mit einem neuen Bild. Ich habe ja einen neuen PC und ein neues Mikrofon. Und diesem Bild ist eigentlich der gleiche wie im letzten Part. Nur es wird ein Schamane und der Schamane, der ist auch in der Spriggan-Form und nutzt die Vines, genau. Das sollte ein Endgame-Bild sein. Und jo, es gibt ihn im Forum. Ich kann den Link unten in die Kommentare schreiben. Broadman oder so, 21. Ein sehr guter, ja, Bildmacher von Last Epoch Forums. Hat das gemacht und ja, ich mag seine Builds. Ist eigentlich gar nicht so schwer, das Bild. Was ihr eigentlich nehmen müsst, ist, also hier auf jeden Fall Penetration, also Armor Shred. Und hier einfach die zwei Nuts. Dann, ich glaube, hier runter. Oder hier runter und dann noch hier das Dawn Shade. Mr. Skin, ich kann mal kurz schauen. So. Also hier mal, ja, da runter Armor Shred. Und bei Ice Dawn Crit. Ah, Crit. Eine Chance, wenn man geschlagen wird. 4. Genau. Also hier 3. Hier sind 6, hier, hier und hier voll und hier das Dornschild ein. Okay. Und hier, hier runter und hier die 2 voll machen. Das sind sogar 8 Punkte. Oh, ich habe jetzt gerade ein bisschen Problem mit der Performance. Muss mal kurz schauen, ob ich das wechseln kann. Okay. Ist das Fenster richtig? Ja. So. Das ist mit dem Borderless Windows ein Problem. Es leckt mit NVIDIA. NVIDIA-Einstellungen und so sind nicht gerade so gut. Das habe ich leider noch vergessen umzustellen. Das wusste ich damals schon. So, einen Punkt hier rein. Minion Damage. So. Gut, also. Ja, der Bild, der wird wahrscheinlich jetzt noch nicht so stark, schnell stark sein. Wir gehen mal zum Totem hoch. Also zum Schrein. Weil die Anfangsschreine sind meistens gut. Weil sehr viele Unix. Okay, Critical Strike brauche ich natürlich da unten nicht. So. Also, dann ist ja gut, dass ich da keine Lecks bekomme bei neuen Gebieten. Also bei manchen Gebieten, die ein bisschen grafisch anfordernd sind, tut es so komischerweise ein bisschen stottern wegen, das habt ihr ja gesehen. Und das liegt einfach daran, dass das Unity Engine ist und Unity Engine ist nicht gerade bekannt für ihre Performance. Es ist ganz schade, dass das Spiel über Unity läuft, aber es ist sozusagen Freeware. Grafikprogramm, Grafikeditor. Und ja. Ich glaube, es ist nicht Unity 3D. Und deshalb leckt es manchmal, weil es auch ein bisschen 3D ist. Also, ich weiß nicht, was man das nennt. Glaube ich 2,5D. Das Spiel so ist. Ja. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, jetzt wirklich bugfrei Performance immer zu haben. So, aber natürlich habe ich alles Maximum. Alle Grafikeinstellungen sind oben. Ja, diese Tutorials brauche ich nicht. Hier machen wir zuerst fertig. Ja, die Skillungen sind eigentlich fast immer gleich. Also für Magier sind es eigentlich immer die, die wir jetzt schon haben. Und
Und dann eigentlich auch nicht mehr. Wir gehen jetzt einfach auf Leben. Sterben wir ja. Das wollen wir nicht. Und der Schaden ist auch jetzt schon relativ hoch. Sehr gut. Mal noch kurz schauen, ob der Filter. Der Filter ist eigentlich aktiv. Ja, ist aktiv. Okay, sehr gut. Da sind dennoch viele Items und die Schrift ist mir ein bisschen zu klein. Bin halt jetzt nicht mehr so ganz, nur ja, so einen halben Meter weiter weg. Ich war vorher ungefähr einen Meter vom Bildschirm weg und jetzt bin ich 1,5 Meter weit weg. Also 1,5. Und das macht sich schon bemerkbar. In der Bewegung kann ich jetzt zum Beispiel nicht so gut die Schriften lesen. Ja, das liegt einfach daran, dass mein Pult halt auch nicht gerade so wie Platz hat gegen also den Bildschirm weiter vorne zu bringen. Ist einfach weit weg. Also ich weiß, dass die Leiste immer manchmal so nicht mal 20 cm weg sind vom Bildschirm. Und man sieht immer so die Lichtspiegelung in deinem Gesicht. Das ist bei mir leider nicht so. Vor allem wegen den Kabeln noch, wegen der Maus und Tastatur muss halt der Bildschirm 1,5 Meter weit weg sein. Das ist schon ein bisschen zu viel. Aber gut. Ja, wir machen noch viel zu wenig Schaden. Also ich denke, mit dem neuen Patch, der kommt glaube ich am 10. Dezember raus, wird es so sein, dass natürlich wir dann viel, viel mehr Schaden machen am Anfang. Es muss so sein, weil ich denke eigentlich, der Klimalist ist als Magier der schlechteste. Mit Abstand der schlechteste. Ja, muss unbedingt irgendwie anders geskillt werden. Also zum Beispiel mit dem Wolfs-Primalist habe ich eigentlich fast jeden Gegner gewonnen. Also die Wölfe haben gewonnen. Mit dem Amulett, mit Extra-Wolf. Ja, das ist eigentlich ziemlich sehr OP. Aber natürlich Single-Target. Jo, und Ice Spikes. God's be with you. Ja, macht extremst wenig Schaden. Ice Stones, genau. Ja. So, wir scannen um. Wir müssen ja die Toten. Der Toten muss ja Schaden machen. Genau. So, natürlich habe ich die Items hier alle noch drin. Wir haben ja auch da Achirians Pedals, das könnt ihr in Akt 5, glaube ich, oder Akt 6 ist es, in einem Void-Gebiet, also Dinge, Urwald-Dschungelgebiet, könnt ihr das farmen. Also das droppt jedes Mal beim Boss. So, Wolf brauchen wir nicht, wir brauchen eventuell, sollen wir nochmals einen zweiten Wolf nehmen? Ne, die sind zu schwach. Genau, die Rüstung tragen wir noch einige Zeit lang. Und das Wichtigste ist ja dieser Gürtel. Das ist leider erst ab Level 50. So, 150, 15. Okay, ist besser. 21. Ja, hat zu wenig Health. Die zwei Sachen werden wir direkt verkaufen. Die brauche ich gar nicht besser. So. Also. Ja, schade war die erste Aufnahme kaputt mit den Lecks. Habe ich halt nicht zeigen können. Ich habe natürlich den Part direkt am Anfang vor der Zwischensequenz angefangen, aber es hat immer wieder gelebt in einem neuen Gebiet. Also konnte ich das nicht weitermachen. Ja, jetzt seht ihr, wie stark
Dieses Zepter ist. Wie viel hat er? 116 Increased Damage für Spells and Bow von den Minions. So, also hier haben wir Health 2%, Spell Damage. Machen wir zuerst einen Punkt hier hin. Ja, es ist jetzt noch nicht so viel, 142. Ja, die Zielsuchen existieren. Besser manchmal auch nicht. Also es ist dafür, ja, nicht monsterliches Zeugs, aber sonst nicht. Ich denke bei Festen zum Beispiel. Und manchmal sind auch unsichtbare Wände oder so dazwischen. Also Zielsuchen ist in diesem Spiel leider sehr schlecht. Aber gut, muss ja auch nicht immer treffen. Weil die Feins, die kleinen Ranken aus dem Boden, die machen den Schaden. Und scheinbar wird der Große noch stärker. Vielleicht der Kleine, die Kleinen wahrscheinlich auch viel stärker. Und ja. Dann haben wir den Beet schon. Also wahrscheinlich bekommen wir schon ein Reset über. Aber wir können dann einfach weiterspielen. Und da ich ja nicht so viel Zeit habe, wirklich vorwärts machen zu können, ist das natürlich optimal. Und ich werde jetzt auch mehr streamen. Aber auf YouTube. Ich werde Last Epoch auf YouTube streamen. Also, ich weiß nicht, wann ich auf YouTube streame. Wahrscheinlich eher nachmittags. Und am Abend werde ich ja immer auf Twitch streamen wegen Roblox und Minecraft. Ja, Minecraft ist halt einfach wegen Rollenspiel auf Twitch halt besser. Naja, vielleicht. Ich weiß es nicht, aber ich werde auf Twitch sicher auch manchmal streamen. Vielleicht abwechseln oder so. Mal gucken. Oh ja, die sind sehr gut geeignet für die großen, dicken. Was sind das für Gegner da? Feuersalamander? Keine Ahnung. Was das sein soll, ein Dinosaurier. Läuft sehr smooth, also ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel läuft schon viel besser auf diesem PC jetzt natürlich. Es hat nicht anders ausgesehen oder so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist doch noch ein Kern flüssiger. Also wahrscheinlich war es nur so Fake 60 FPS. Und nicht ganz 100% 60 FPS. Also mit Mikro-Lags oder so, wie man gar nicht so richtig sieht. Also ihr könnt es gerne mal vergleichen, aber es war dennoch flüssig. Also und sah überhaupt keine Lags. Aber eben einfach. Ja, wie nennt man das? Einfach. Ja. Es ist einfach smoother gewesen. Naja, also nicht so smooth gewesen. Jetzt ist es smoother natürlich. Es läuft auch sehr gut, 60 FPS. Ja, und ich hab's limitiert auf 60 FPS. Weil wahrscheinlich ohne Limitierung habe ich wahrscheinlich so 1000. Also bei Pass of Exile habe ich 1500 FPS. Genau, minimale Skillpunkte. Jetzt muss ich schauen, wie viel ich da. Ich glaube, 4 sind nicht, wo ich es investieren muss. Nein, nur 2, okay. Und das sind 6, 3, 2, 4. Also. Wechseln. Also zuerst mal hier nochmal einen Punkt rein. Sabertooth. Ich würde schon gerne Sabertooth nehmen.
So, also hier ist 3, hier ist 2 und hier ist 4. Und hier sind's 6, genau. Okay, sehr gut. Also jetzt haben wir Sabertooth. Der hat so einen ganz winzigen Schwanz. Ich gefällt ihm. Das Kind überhaupt nicht. So, jo, ist ja schnell durchgegangen, dass die Gegner sind sehr schnell gestorben. Also schadensmäßig ist natürlich schon High-End jetzt. Aber Angriffsgeschwindigkeit sind natürlich. Heißt, sind die Totems echt schlecht. Und deshalb ist der Spike-Schaden jetzt gar noch nicht so hoch. Ja, wir müssen unbedingt jetzt mal mehr Totems, das ist das Kane zuerst. Sehe ich schon richtig. Zwar eben nach meiner Probleme. Ah ja, wir haben ja dort nur 2 zu holen. Das Kane. Wir könnten jetzt eigentlich nach unten gehen. Aber es sind jetzt nur, glaube ich, 2 Geschosse mehr. Und dann Crit. Also es lohnt sich gar nicht, dort zu skillen. Wir können ja das so machen, wir machen jetzt einen Toten mehr. Dann Mana-Kosten reduzieren, dann wieder einen Toten mehr. Genau. Und wir haben den Schaden ein bisschen mehr haben. Und die Toten mehr, die machen wir dann einfach wieder raus. Weil die ungefähr so Level 15 sind. Ja, also ich denke, das Mikrofon langsam ein bisschen runterstellen. So. Gut. So langsam werde ich müde. Was ist jetzt da oben? Es ist 12 Uhr. 12. Es ist Mitternacht. Es ist 0 Uhr. 12. So langsam geht mein Rücken bisschen in die Knie, also gebückt. So krumm. Ja. Sollte nur nicht zu leise sein. So ein bisschen höher stelle ich das mal. So, jetzt ist super. Ja. Ich muss mich ein bisschen gewöhnen an das Mikrofon. Das ist halt jetzt ein bisschen im Weg. Das war ja im Logitech G935 nicht so der Fall. Das sah man nicht. Und jetzt sehe ich natürlich das Mikrofon ständig. Oh, nicht in die Lava rein. Ja, jetzt habe ich ein Portal noch aufgemacht. Sehr schön. Sehr professionell. Mit diesem neuen Skill. Ja, ich kann nichts machen. Mann! Ich weiß nicht, wie die neue Skillung ist. Also die neue Tastaturbelegung, meine ich. Ja. Wir sind halt noch nicht so. Oh, wir haben ihn gerettet. Wir sind jetzt noch nicht so professionell. Zu lange habe ich nicht Last Epoch gespielt. Ja, es hat schon doof, wenn man einfach Mikrofonprobleme hat. Also das hatte so Wackelkontakt, ich konnte 30 Minuten nicht aufnehmen. Es stellt so nach 20 Minuten stellt es ab, das Mikrofon. Also das Hauptproblem lag einfach da, es kabellos war, das Headset zum Teil. Und ja, es brauchte dann immer Kabel, weil es ja Kabel, also Ding war, ja, Wackelkontakt hatte. Und dann fehlte das Kabel und dann stellte es einfach ab. Und genau das führte dazu, dass es einfach immer abgeschalten hat.
als gedacht hatte, es hat gerade kurz keine Verbindung. Und mit Kabel hatte ich diese Geräusche, dieses Zzzz, weil irgendwie, ja, da wahrscheinlich ein Kabel, ja, an der Seite vom Ding angekommen ist. Ja, wahrscheinlich schon, also zu viel Berührung hatte das Mikrofonkabel. Entweder am Headset oder am PC selber war ein bisschen zu viel Stromberührung da. Das war zu so gemacht. Ja, gut. Minion Damage, sehr gut. Okay. Jetzt können wir noch irgendwas nehmen. Spell Damage. Minion Damage, sehr gut. Okay, jetzt sind wir schon viel besser ausgerüstet. Jo, jetzt sind wir schon weit. Ja, haben jetzt aber nicht mehr so lange. Oh, sieht cool aus mit dieser Kerze. Ah, Blatt Papier mit Feuer drauf. Also, wir müssen noch was hier rein. Genau, und dann weiterlaufen. Ah. Okay, hier waren wir schon. Müssen wir einfach durchs Portal wieder gehen. Ist das Portal noch offen? Wo ist es? Okay. Habe ich das Portal damit zerstört? Ja, ist egal. Gehen wir einfach nochmal durch. Genau. Hier oben waren wir auch gewesen. Wir müssen ja nicht mehr getötet werden. Sehr schnell. Okay, keine guten. So. Müssen wir jetzt den auch wieder besiegen? Ah, oh, ist doch nervig. Also scheinbar müssen wir nicht mehr besiegen. Doch, wir müssen wieder besiegen. Ah, so ein Mist, ey. Das ist unglaublich nervig gemacht. Wieso werden die Gebiete wieder zurückgesetzt? Na gut, machen wir den nochmals kurz. Typisch, typisch. Dass sie die Sachen, die das Spiel am meisten schlecht machen, nicht fixen, finde ich unglaublich. Also sie können doch Safe States immer kurz machen. Macht ja auch Diablo 2. Pass of Exile macht es auch. Für 8 Minuten. Dass sie das nicht fixen können. Unglaublich. Das ist das Schlimmste an Last Epoch. Also wenn ich sagen würde, was finde ich am schlechtesten in Last Epoch? Ihr habt es. Es wird immer wieder das Gebiet resettet. Wenn man kurz weg ist oder ein anderes Gebiet betritt für kurzen Moment. Bin ich echt nervig. Weil die Gebiete sind dauern, also vor allem die Bosse dauern halt einfach auch ihre Zeit. Am Anfang. Später eigentlich auch, aber dann hat man meistens ja irgendwie etwas geskillt, damit es nicht so ist. Okay, jetzt ist er wieder besiegt worden. Also jetzt diesmal ging es gesehen auch viel besser. Und jetzt darf man nicht mehr zurückgehen. Ich darf nicht mehr Items mitnehmen. Ja, ich sollte einfach das Gebiet sozusagen nicht wechseln. Also ein anderes Gebiet betreten, das Monster hat. Und, also ja. Genau das ist es.
Naja, ist tat last. Gut, jetzt weiß ich es ja wieder. Ja, ich spiele halt einfach zu viele andere Action-Rollenspiele, die eigentlich ziemlich gleich sind. Was macht jetzt eigentlich Last Epoch anders? Gar nichts. Es macht nichts anders. Also wenn, dann Zeitreisen, aber das ist eigentlich das genau gleiche wie auch bei Last Epoch oder ein anderes Gebiet. Also einfach, das ist, das hat ja Sacred 2 auch schon gemacht. Wirkliches 3D ist eigentlich, aber top-down. Aber sonst ist halt nichts anders. Es ist einfach überall auch ein bisschen besser. Aber jetzt wirklich nichts Innovatives. Leider. Vor allem das Itemsystem gehört da demnach zu einem der schlechtesten, finde ich. Also vor allem Sets. Jetzt wirklich nicht gerade so motivierend zu sammeln. Naja. Dafür gibt es ja diese lila Items. Die sind ziemlich. Ja. Wenn man sie wirklich auch richtig gerollt hat, ziemlich gut. Weiß nicht, Void oder so. Nicht, wie die heißen. Habe ich ja schon genügend gesammelt, aber. So, eben, wir haben ja gesagt, wir brauchen Totems. Wir haben einfach zu wenig Mana. Also machen wir mal zwei Punkte hier rein. So. Ja, ich muss einfach den Schaden weiter erhöhen. Ja, machen wir noch den Boss. Habt ihr auch verdient, ihr müsstet ja ein bisschen warten. Neben den Lecks und so. Also scheinbar ist der Fullscreen im Fenstermodus verbuggt von der Performance her. Kann ich nichts. Ja. Machen. Ich muss in dem normalen Fenstermodus. Okay, jetzt ist es ein bisschen verschoben. Okay, das geht irgendwie nicht. Ja, es geht nicht direkt, das weiß ich. Hallo. Gott, ist das schlimm. Ja gut, das muss ich richtig an. Jetzt ist es wieder richtig. Das muss ich nochmals richtig anvisieren. Weil so sehe ich jetzt unten nicht, wie ist Taskbar. Schiebt das sozusagen ein bisschen hoch, obwohl es hier ausgeblendet ist. Ja, diese Attacke so früh im Spiel zu bringen, liebe Entwickler. Da muss man natürlich auch als Nahkämpfer extremst vorsichtig sein. Muss sofort weggehen. Aber gut, sind wir nicht Nahkämpfer. Aber es ist schon knapp. Gott. So, tot. Wunderbar, dann machen wir gleich dann im nächsten Part hier weiter.
Und ich fixe jetzt noch das Bild gleich. So, bis zum nächsten Part. Euer Dragobasler. Tschüss.